Ja, so geht's zu bei uns in Nepal. Meine Freundin habe ich dabei, sie passt übrigens eigentlich nicht zu der Beschreibung. Ne? Das Ding. Ja, Niveau wieder ein bisschen nach oben, das Ganze jetzt diesmal auf Hochdeutsch. Wir haben ja das Schillerjahr noch, das ausgehende Schillerjahr. Und ich möchte euch ein Zwiegespräch zwischen den beiden Freunden Schiller und Goethe näher bringen, wie es so vielleicht nicht unbedingt überliefert wurde, original, aber wie es sich durchaus so hätte zutragen können. Schiller sprach des Eins zu Goethe: Freund, hilf mir aus schwerer Nöte. Freund, das wüsste ich, lieber Schiller, doch so sprich er denn, was will er? Es ist der Füller, der mir streikt, so nimm er diesen hier, der schreibt. Nein, nicht der, mit dem ich dichte, wie erkläre ich die Geschichte? Ihr kennt doch meine Glocke, gewiss, wenn nicht, ein Feingedicht. Doch geht's um jene unterm Rocke. Ihr tragt ein Glöckchen ums Gemächt, mich deucht der Schiller tickt nicht recht. Ah, so weiß euer Weib Bescheid, wenn's klingelt, ist Bescherungszeit. Goethe, stutzt eurer Fantasie die Flügel, sonst bezieht ihr meine Prügel. Nur zu, beginnt den Streit, Faust 1 und 2 sind schon bereit. Lieber Goethe, denket mit, mein Problem liegt mir im Schritt.